Die Voyager-Sonden sind bereits im interstellaren Raum angekommen. Voyager 1 wird das erste entfernte Sternsystem schon in rund 40.000 Jahren erreichen. Gliese 445 allerdings immer noch in einer Entfernung von 1,6 Lichtjahren. Und die Schwestersonde Voyager 2 wird den Stern Ross 248 ungefähr zur selben Zeit in einem ähnlichen Abstand erreichen. Die ersten von Menschen geschickten Besucher eines anderen Sternsystems, wenn wir nicht bis dahin den Warp-Antrieb erfunden haben. Aber schon heute können wir in den Orion-Nebel reisen. Wie das gehen soll, jetzt bei Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Ja, es sind absolut faszinierende Bilder, die uns hier vom Orionnebel erreichen. Allerdings ist dort kein Raumschiff hingeflogen. Es könnte sich auch gar nicht so schnell bewegen. Allerdings liegen uns durch die Weltraumteleskope Hubble und Spitzer so detaillierte Daten vor, sodass jetzt erstmals ein Flug durch den Orionnebel simuliert werden konnte. Und das ist wirklich der Hammer, dass wir von hier aus einen so konkreten Blick in diesen Nebel werfen können. Immerhin ist der 1344 Lichtjahre entfernt. Für diese Animation lieferte Hubble Bilder aus dem sichtbaren Wellenbereich und Spitzer aus dem Infrarotbereich. Der Orionnebel befindet sich in unserer Milchstraße und ist ein Entstehungsgebiet für Sterne. Errechnet hat diese Reise ein Team unter der Leitung von Frank Summers vom Space Telescope Science Institute. Die Reise beginnt im Außenbereich des Nebels und führt dann in das Zentrum des Nebels. Hier werden neue Sterne geboren und liegen eng beieinander. Sie sind auch für das Leuchten des Nebels verantwortlich. Durch die ionisierende Strahlung der Sterne leuchtet der Nebel im sichtbaren Bereich und ist so als einziger Nebel mit dem bloßen Auge von der Erde aus zu beobachten. Die stärkste Lichtquelle bietet dabei das Doppelsternsystem Theta Orionis C. Ich finde es absolut irre, dass wir solche Sternenreisen durch moderne Computer inzwischen unternehmen können. Na, das sind wirklich absolut faszinierende Bilder. Beeindruckend, wie hier die Sterne im Nebel verteilt sind und auch wirklich wahnsinnig schön. Ich hoffe, dass wir in Zukunft noch öfter solche fantastischen Animationen zu sehen bekommen. Das Video macht wirklich Appetit auf mehr und weckt auch ein bisschen Sehnsucht. Hoffentlich entwickeln wir irgendwann mal so etwas wie den Warp-Antrieb und können das auch in Wirklichkeit sehen. Wahnsinn! Wenn ihr solch unglaubliche Bilder nicht verpassen wollt und auch alle anderen Videos, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den genau auf die Glocke, denn nur dann werdet ihr auch wirklich über neue Videos informiert. Hier geht es weiter mit dafür draufklicken. Das erste Foto von Erde und Mond. Auch ziemlich irre. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.